Ich lese 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest. Das Buch heißt Medikamente im Test. Und ich bin im Kapitel Haut-Haare angekommen bei der Schuppenflechte und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge. Und ich bin angekommen beim Wirkstoff Methotrexat, der wird innerlich angewendet. Und der ist grün bewertet, geeignet bei schwerer Schuppenflechte, wenn äußerlich anzuwendende Mittel oder eine Lichttherapie nicht ausreichend wirksam sind. Ich lese vor. Methotrexat in Klammern innerlich. Methotrexat beeinflusst die Zellteilung und kann somit auch die vermehrte Bildung von Hautzellen im Rahmen einer Schuppenflechte bremsen. Die Bewertung grün, geeignet bei schwerer Schuppenflechte, wenn äußerlich anzuwendende Mittel oder eine Lichttherapie nicht ausreichend wirksam sind. Methotrexat gilt als Standardmittel für die Behandlung einer schweren Schuppenflechte. Wichtig zu wissen: Übelkeit ist eine sehr häufige unerwünschte Wirkung der Behandlung, weil sie vor allem am Einnahme und dem darauffolgenden Tag auftritt, sollten Sie sich einen Wochentag auswählen. Okay, ich habe es verstanden. Nochmal von vorne in dem Abschnitt. Wichtig zu wissen: Übelkeit ist eine sehr häufig unerwünschte Wirkung der Behandlung, weil sie die Übelkeit vor allem am Einnahme und dem darauffolgenden Tag auftritt. Sollten Sie sich einen Wochentag auswählen, an dem Sie sich am ehesten darauf einstellen können. Trinken Sie ausreichend. Prost, das ist Roséweinschorle. Vor der Behandlung sowie während der ersten Monate muss der Arzt monatlich die Leber-, Lungen- und Nierenfunktion kontrollieren und ein Blutbild erstellen. Später sind diese Kontrolluntersuchungen in vierteljährlichem Abstand erforderlich. Zusätzlich sollten die Mundhöhle und der Rachen auf Schleimhautveränderungen inspiziert werden. Während einer Therapie mit Methotrexat dürfen Sie nicht mit Lebendimpfstoffen geimpft werden. Methotrexat kann die Leber schwer schädigen und eine Gelbsucht auslösen. Alkohol kann die leberschädigende Wirkung verstärken. Verzichten Sie deshalb am besten darauf. Auch sollten Sie möglichst wenig koffeinhaltige Getränke trinken, weil Methotrexat dann nicht richtig wirken kann. Methotrexat kann das Erbgut schädigen. Frauen dürfen daher während und mindestens 3 Monate nach der Therapie mit Methotrexat nicht schwanger werden. Mit Methotrexat behandelten Männern wird empfohlen, während der Behandlung sowie 3 bis 6 Monate danach kein Kind zu zeugen. Vor Therapiebeginn sollten Sie sich gegebenenfalls zur Einlagerung von tiefgefrorenem Sperma beraten lassen. Männer wie Frauen sollten daher in dieser Zeit für eine sichere Empfängnisverhütung sorgen. Trockener Reiz, Husten, Kurzatmigkeit, auch in Ruhe, Brustschmerzen und Fieber sind Hinweise auf eine Entzündung oder eine Infektion der Lunge. Wenn Sie diese Symptome an sich beobachten, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Die Behandlung muss dann abgebrochen werden. Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft dürfen Sie Methotrexat nicht einnehmen.
weil es das Ungeborene schwer schädigen kann. Auch in der Stillzeit müssen sie darauf verzichten. Es geht weiter mit TNF-Alpha-Hemmstoffe, innerlich angewendet, und die sind gelb bewertet. Mit Einschränkung geeignet bei schwerer Schuppenflechte, wenn geeignete Mittel nicht ausreichend wirksam waren und oder nicht eingesetzt werden können. Langzeitwirksamkeit und Sicherheit sind noch nicht ausreichend beschrieben. Mhm.